Hallo liebe UV-Freunde, ich bin hier in None, wo gerade die Flüchtlingsunterkunft abgebaut wird und ich treffe mit Jochen Steinkamp vom Landkreis für ein kurzes Gespräch. Also sind jetzt fast über 5 Monate hier Flüchtlinge untergekommen als Erstaufnahmeunterkunft, haben hier also vorübergehend bis zu ihrer Registrierung und Zuweisung dann eine vorübergehende Heimat gefunden. Und es waren bis zu Spitzenzeiten 240 Flüchtlinge hier untergebracht. Und die sind eben hier vor Ort betreut worden durch den Betreiber, nämlich den Malteser Hilfsdienst. Und bei der Aufbau der Unterkunft waren Ehrenamtliche beteiligt. Jetzt hier auch wieder beim Abbau haben sich auch einige Ehrenamtliche beteiligt. Der Malteser macht das noch mit dem Personal, was jetzt hier vor Ort ist. Und bis morgen Abend wird also der Rewe-Markt hier ausgeräumt sein. Also die Erfahrung ist auf jeden Fall, dass man mit vielen Menschen zu tun hat, die eben hier nach Deutschland gekommen sind, weil sie Schutz suchen, weil sie vor Verfolgung geflohen sind. Es sind andere Kulturen, die hier auch in den Landkreis gekommen sind. Also es war erstmal eine große Herausforderung, auch sprachlich das überhaupt erstmal zu leisten, durch Dolmetscher, dass man auch auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht, was sie jetzt brauchen genau. Die medizinische Betreuung ist ja hier auch die erste gelaufen. Man hat hier Sozialräume eingerichtet, es wurde ein Wickelraum eingerichtet, auch Spielräume, also dass man den Umständen entsprechend zumindest eine vorübergehende Heimat schaffen konnte, wo wir auch ein Mindestmaß an Privatsphäre für die Flüchtlinge leisten konnten. Neben dem Betreiber, dem MAD, ist natürlich diese Unterkunft vor allen Dingen getragen worden durch die vielen ehrenamtlichen Helfer, sowohl beim Auf- als jetzt auch beim Abbau, aber auch die, die während der Zeit, wo hier die Flüchtlinge untergebracht waren, immer wieder ihre Hilfe angeboten haben. Da kann ich auch nur von Seiten des Landkreises einen großen Dank aussprechen und meinen Respekt. Ohne die ehrenamtliche Unterstützung wäre das sicherlich nicht hier so gut gelaufen.